Jo Leute, was geht? Und nochmal herzlich willkommen zur vorletzten Folge des Teambuildings des United World Cups. Ja Freunde, wir sind zurück, die vorletzte Teambuilding-Folge und ihr wisst Bescheid, smasht auf jeden Fall jetzt schon mal den Daumen nach oben, denn es geht jetzt in die absolut heiße Phase, bald geht es mit der Gruppenphase los und ich brauche natürlich wieder von euch jeden Einzelnen den Daumen nach oben, damit wir vielleicht noch das Community-Upgrade bekommen. Ihr wisst Bescheid, die Mission 97er Maradona ist absolut in vollem Gange. Als erstes würde ich sagen, zeige ich euch erstmal den Spieler, für den ihr euch dann letztendlich beim letzten Mal wirklich sehr deutlich entschieden habt und das war Team of the Season, Joshua Kimmich, den haben wir jetzt hier drin, Freunde. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass das Team rasieren wird. Denn wir haben Deutschland als Nation. Und ja, also gestern gegen Mexiko, ne? War jetzt nicht so geil irgendwie. Ich hoffe, das überträgt sich jetzt nicht auf unsere Mannschaft. Wir bleiben auf jeden Fall am Start. Und ich muss euch erstmal zeigen, für welchen Spieler ich mich dann entschieden habe, als Nummer 2 neben Kimmich. Denn ich habe mich für Jerome Boateng als zweiten Spieler entschieden und damit haben wir jetzt auch schon 5 deutsche Spieler drin. Das heißt, wir brauchen nur noch einen und dann haben wir schon die erste Bedingung eben des Teams erfüllt, dass wir eben mindestens 6 Spieler aus unserer Nation haben. Jetzt haben wir hier 5 Stück eben, davon 3 Stück von Bayern in der Verteidigung. Aber Jungs, guckt euch das an, Boateng, Hummels, Kimmich, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr stark aus. Mal schauen, was wir da auf jeden Fall noch so reißen. Wir gehen jetzt gleich wieder rein und gehen auf Coinsjagd, würde ich sagen. Ansonsten sei auf jeden Fall nochmal gesagt, vielen Dank für den Support bei Merchandise. Ich wurde jetzt auch am Wochenende beim Fantreffen in Bad Kreuznach ganz oft gefragt, ob da was kommt, wie ich das Shirt bekomme, weil ich das dort auch getragen habe. Jungs, momentan, ihr habt es tatsächlich geschafft, dass, wir ausverkauft sind. Holy shit, Mann. Ich kümmere mich auf jeden Fall darum, dass wir schnellstmöglich wieder was bekommen, dass, falls ihr auf jeden Fall noch ein Shirt haben wollt, ihr da irgendwie was bekommt. Ich gebe euch da frühzeitig neue Informationen. Weil, ja, das kann gut sein, dass es dann nochmal ausverkauft ist. Dann habe ich den kompletten Glauben an euch verloren. Aber bleibt da auf jeden Fall am Start. Ich versorge euch da mit Informationen. Und auf jeden Fall nochmal dickes Dankeschön an alle, die sich da bis jetzt mein Merch gegönnt haben. Grüße gehen absolut raus, Mann. So, hier jetzt nochmal der Statproof. Reus, 7 Spiele, 17 Tore, 3 Vorlagen. Ich würde sagen, wir gehen rein ins erste Game. Wir haben den... Ach, du Scheiße. Ja. Gut. Ist ja Embargo, ne? Komm, Marco! Ey, diese Ikonenverteidigung, Mann! Ah, ein zu viel, ey. Vieira und Hullet auf der 6, ne? Und Goretzka. Es ist so asozial, Mann. Nein, ich komm nicht hinterher. Ah, was? Oh, Maradona, De Gea. Weil immerhin kommen wir mal nach vorne. Nee, was macht ein Boateng? Boah, Rensing, Alter. Hummels, let's go. So wichtig gegen Hullet. Den hat er ja auch noch. So, Maradona. Auf Reus. Come on, Marco. Come on, Marco. Come on. Nein! Oh, Maradona! Let's go! 1:1. 35. Minute. Maradona. Wichtiger Treffer, wir sind wieder da, Alter. Was für eine Schwitzerpartie, Mann. Ja, die kommt. Ach ja. Salah, Longshot. Mohamed Salah mit dem 2:1. Let's fucking go. Der 31er ist zurück. Was für eine linke Klebe und der Gegner wird, denke ich mal, umstellen. Ich glaube nicht, dass der quitten wird. Komm, Marco! De Gea, Digga! Fuck! Ja.
Ja, let's go, wichtig. Ja! Oh mein Gott, Rensing! Ich glaube, den behalte ich einfach im Team, Mann. Boah, De Gea. Es ist so ein knappes Spiel, Mann. Und Blum und Reus. Kein Abseits. Kein Abseits. Reus! De Gea, komm, Salah! Oh, dieser Embabo, Alter. Salah, fuck! Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Rensing! Ja, Freunde, es ist geschafft, Alter. Was für eine Sweat-Partie. Holy shit, Mann. Also da muss ich sagen, bin ich absolut zufrieden mit dem Ergebnis. GG an den Gegner. Kann ja gut sein, dass er vielleicht auch ein Abonnent von mir ist. Das war mal ein typischer deutscher Schwitzer, würde ich sagen. Richtig gut gespielt. Und ja, gute Härtetest fürs Turnier. Wir gehen auf jeden Fall nicht mit Minus raus. Das ist schon mal gut. Ich hatte hier kurz Angst, dass wir vielleicht auf den Spuren von Marcel Scorpion unterwegs sind. Aber 30k aus dem ersten Spiel unterschreibe ich so. So, unser zweiter Gegner. Ach, come on! Okay, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber bisschen schlechtere Teams bitte, Mann. Egal, den müssen wir holen. Die Verteidigung ist nicht ganz so gut. Oh, Marco Reus! 1:1! Wir sind wieder da. Nice, Mann, Alter. Ich krieg heute wirklich nur Schwitzer-Gegner. Oh! What the fuck? Alter! Und Reus! Und Reus! Und da sind wir, Freunde. 2:1, Marco Reus. Der Boy ist on fire, Mann. Jawohl, Reus. Komm schon, Longshot. Und Reus. Ey. Ah, hinten Hummels. Hinten Hummels. Hinten Hummels. Ey, was macht Kimmich? Was macht Kimmich? Nein. Rensing. Komm, Reus. Ey. Elfmeter. Elfmeter. Komm schon. Was? Oh, ich dachte, es gibt Elfer. RIP. Fuck, Mann, ich dachte so hart, es gibt Elfer. Geil, dann setzen wir den rein. Setzen wir den rein! Marco Reus 3:1. Juckt mich nicht, ob das ein Elfer ist. Der pfeffert den da trotzdem rein. Komm, Reus. Ey, das gibt es nicht, Mann. Bleib, warte doch nicht so lange, bis der... Ich hab nichts gesagt. Ich dachte, es wäre abseits. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab schon 10 Jahre vorher gefühlt den Pass gespielt. Er macht es einfach nicht. Und dann war es wohl kein Abseits. Alles klar. Hab nichts gesagt. Ey, die Pässe teilweise. Ich weine. Hey, leg dir doch nicht den Ball so weit vor, Mann. Hummels zweiter Posten. Hummels zweiter Posten. Nein, das gibt es nicht. Mach den doch, Alter. Ey, geh doch bitte zum Ball. Ey, dieses zweite Spiel, ne? Junge, Junge, Junge. Wir haben 4 Tore mit Reus immerhin gemacht. Aber es ärgert mich schon, weil es wäre mehr drin. Ich fand den offensiv nicht gefährlich. Und jetzt haben wir, ich glaube, 170k. Ich habe schon so ein bisschen rot durchgeplant, was man hätte machen können. Ah, da bräuchten wir eigentlich mehr Münzen, Alter. Fuck. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da für Spieler stelle. Ja, optimal war das nicht. Ja, Freunde, wir kommen zur Paarauswahl. Als erstes der Statproof bei Marco Reus. Jetzt 9 Spiele, 21 Tore, 5
Torbeteiligung. Läuft eigentlich alles gut, aber heute ein bisschen reingeschissen. Ich glaube, das ist auch Coins technisch bis jetzt unsere schwächste Folge gewesen. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall entscheiden und habe mir dann gedacht, okay, ich upgrade erstmal die Defensive zu Ende, weil in der Offensive hoffe ich dann, dass wir in der letzten Folge vielleicht noch ein bisschen mehr holen. Uns fehlt ja hier noch ein Linksaußen und ein ZM, dass da wir da eben vielleicht noch ein paar mehr Coins rausholen, dass wir da mehr Attacke machen können. Ja, was willst du machen? Heute nicht so krass Luck mit den Gegnern gehabt, die waren schon echt teilweise ziemlich gut. Und eben auch nicht mit Ruhm bekleckert in der einen oder anderen Aktion. Ich, würde sagen, ich stelle jetzt auf jeden Fall die 5 Spieler vor. Fangen wir mit Spieler Nummer 1 an. Also heute Linksverteidiger und Keeper. Linksverteidiger Nummer 1 wäre Wendell oder Wendell, Team of the Season. Kostet 110.000 aktuell. Wäre dann hier eben die teurere Variante. Ich habe so für jede Position wieder eine teurere, eine günstigere Variante. Weil ich muss das ja auch irgendwie kombinieren. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Weil ich kann jetzt hier nicht jeden Spieler mit dem anderen verbinden. Weil ich dann teilweise über dem Budget von 170.000 wäre. Spieler Nummer 2 wäre dann die günstige Alternative auf der Linksverteidigerposition. Und zwar David Alaba. Ja, kostet mittlerweile noch 8.000 oder so. Trotzdem absolut stabile Werte, wie ich finde. Spieler Nummer 3 ist der gute Team of the Season, Philipp Max. Der liegt momentan auch bei circa 100.000 Coins. Das wäre dann wieder eine teurere Variante für die Linksverteidigerposition. Und dann noch 2 Keeper. Als erstes den guten Ralle, den Fährmann. Kostet 1.000 Münzen. Also absoluter OP-Keeper, aber halt todesgünstig, ne? Mit Fuß Trade, das ist halt das Krasseste bei dem, kostet halt wirklich gar nichts und ist ziemlich nice unterwegs. Und dann Spieler Nummer 2, Marc-André Ter Stegen, Team of the Season. Der liegt, glaube ich, gerade so bei 85.000, wenn ich gerade richtig nachgeguckt habe. Ihr seht die Preise auf jeden Fall unten drin. Und ihr seht ja zum Beispiel schon, wir können nicht einen Wendell mit einem Ter Stegen kombinieren, weil wir dann aus dem Budget draußen sind. Oder einen Max mit einem Ter Stegen, das geht nicht, ja. Deshalb sei euch hier die Entscheidung überlassen. Ihr könnt euch entweder einen Keeper oder Linksverteidiger aussuchen. Also einfach ein der 5 und ich muss dann eben kombinieren. Dann entweder mit der günstigen oder mit der teureren Variante. Ich bin gespannt, welchen ihr dieser 5 Spieler auf jeden Fall safe drin haben wollt. Stimmt da auf jeden Fall fleißig in den Kommentaren ab. Smasht auf jeden Fall auch den Daumen nach oben, dass wir vielleicht noch einen Community-Upgrade bekommen. Dass wir eben aus einem normalen Maradona einen Prime-Maradona machen oder irgendwie doch noch was anderes aus dem Team upgraden. Das wäre auf jeden Fall nice. Also lasst da auf jeden Fall den Support regnen. Ihr seht das, wenn man ja Pech hat und wirklich krasse Gegnerteams bekommt oder auch gute Gegner, dann wird's eng. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus, bedanke mich wie immer für den Support. Wir sehen uns morgen wieder bei einem Video. Bis dahin, haut da rein und ciao.